WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 4. Dezember 1975. Der Todestag der Philosophin und Politologin Hannah Arendt. Kein Philosoph, keine Philosophin der jüngsten Zeit ist immer noch so präsent und wird so oft zitiert wie Hannah Arendt. Obwohl Philosophin? Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophin. Ich bin auch nicht in den Kreis der Philosophen aufgenommen. Gut, also politische Theorie oder politische Theorien. Denn Hannah Arendt war vielseitig und hatte keine Angst, ihre Positionen zu hinterfragen oder zu verändern. Viele ihrer Thesen trafen auf begeisterte Zustimmung, manche auf scharfe Kritik. Doch so streitbar sie auch war und wie umstritten in manchem, in einem sind sich alle einig. Sie hatte Kraft und Mut und eine ungeheure Ausstrahlung. Als sie starb am 4. Dezember 1975, heute vor 45 Jahren, hinterließ sie eine Lücke in den intellektuellen und politischen Auseinandersetzungen unserer Zeit, die bis heute nicht geschlossen ist. Hannah Arendt war Jüdin, das war ihr von Kindheit an bewusst, auch wenn es im familiären Alltag kaum eine Rolle spielte. Sie wurde 1906 in Hannover geboren, wuchs aber auf im damals noch deutschen Königsberg. Professor Barbara Hahn, Herausgeberin der Gesamtausgabe von Arendts Werken. Hannah Arendt hat sehr früh ihren Vater verloren, ist also von ihrer Mutter alleine aufgezogen worden. Sie hat immer wieder betont, dass ihre Mutter für sie ein wichtiges Vorbild war. Ihre Mutter stand der Sozialdemokratie nahe, hat Rosa Luxemburg sehr bewundert. Von ihr lernte Hannah ihr Judentum nie zu verstecken. Sie würde mich nie getauft haben. Ich nehme an, sie würde mich rechts und links geohrfeigt haben, wäre sie je dahinter gekommen, dass ich etwa verleugnet hätte, Jüden zu sein. Sie akzeptierte ihr Außenseitertum und ihre frühreife Intelligenz. Futter dafür fand sie in der großväterlichen Bibliothek, philosophische Werke, theologische Abhandlungen, griechische Literatur. Genau die Fächer, die sie dann auch studierte, in Marburg bei dem Philosophen Martin Heidegger. Nicht vorgesehen war, dass die beiden sich verliebten, heftig, heimlich und aussichtslos. Also Ortswechsel nach Heidelberg und Freiburg, wo Hannah Arendt 1928 bei dem Philosophen Karl Jaspers promovierte. Von Jaspers übernahm sie Grundsätze, denen sie, so Barbara Hahn, ihr Leben lang folgte. Dass man sich in der Wirklichkeit zurechtfinden muss, dass man der Wahrheit verpflichtet ist und keinerlei Weltanschauungen. Seine Haltung des Zuhörens, seine unbedingte Toleranz gegenüber anderen Meinungen und die Fähigkeit, Gedanken wieder zu ändern, neu zu denken, umzuarbeiten, kritisch zu sehen. Doch nach dem Studium was? Frau und dazu noch Jüdin, keine Chance auf eine Universitätskarriere. Hannah Arendt heiratete den Philosophen Günther Stern, Pseudonym Günther Anders, eher eine Zweck- als eine Liebesehe. Und sie begann über jüdische Assimilation nachzudenken, am Beispiel von Rahel Varnhagen, eine der klugen jüdischen Salonieren, die das Berliner Geistesleben zu Beginn des 19. Jahrhunderts geprägt hatten, Arendts erste große gesellschaftspolitische Abhandlung. Ihre These, man muss ein Paria bleiben, ein selbstbewusster Außenseiter, nicht ein Parvenu, ein alles Judentum verleugnender Angepasster. Rahel Varnhagen scheiterte letztlich, weil die Gesellschaft ihr feindlich war. Nicht ihr persönlich, aber ihr als Jüdin, weil man ihr nie das Primitivste, Wenigste und Wichtigste von sich aus zugestanden hätte, gleiche Menschenrechte. Das erlebte Hannah Arendt dann auch selbst. Seit etwa 1931 war sie zwar überzeugt, dass die Nazis an die Macht kommen würden, doch die Realität übertraf alle Vorstellungen. 1964, in einem fast legendären Gespräch mit dem Publizisten Günter Gauss, sagte sie,
Am 27. Februar 1933 Reichstagsbrand und die darauf in derselben Nacht erfolgenden illegalen Verhaftungen, die sogenannten Schutzhaften. Die Leute kamen in Gestapo-Keller oder in Konzentrationslager. Was dann losging, war ungeheuerlich und ist heute von den späteren Dingen oft überblendet worden. Dies war für mich ein unmittelbarer Schock. Und von dem Moment an habe ich mich verantwortlich gefühlt. Bis dahin war sie mehr oder weniger unpolitisch, auf jeden Fall organisationslos gewesen. Nun begann sie, die Arbeit zionistischer Freunde zu unterstützen. Ich habe damals immer wieder gesagt, einen Satz. Wenn man als Jude angegriffen ist, muss man sich als Jude verteidigen. Bis sie 5 Monate später von der Gestapo verhaftet wurde. Ein unerfahrener Ermittler ließ sie kurzfristig laufen. Sofort flohen Hannah Arendt, ihre Mutter und ihr Mann nach Paris. Auch hier wieder, nicht theoretisieren, etwas Praktisches tun. Sie half jüdischen Jugendlichen, sich auf eine Umsiedlung nach Palästina vorzubereiten. Von den anderen Exilanten hielt sie sich fern, bis auf den ebenfalls jüdischen Publizisten Walter Benjamin. Sie misstraute den deutschen Intellektuellen. Zu bereitwillig hatten sich viele ihrer Freunde den Nazis angepasst. Was damals in der Welle von Gleichschaltungen, die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter dem Druck des Terrors, vor allen Dingen aber in dem plötzlichen Verlassen, es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Ich lebte in einem intellektuellen Milieu und ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, dass unter Intellektuellen das sozusagen die Regel war und unter den anderen nicht. In Paris trennte sich Hannah Arendt von ihrem Mann und heiratete den Philosophen Heinrich Blücher. Als 1940 die Deutschen in Frankreich einmarschierten, floh sie mit Mutter und Mann in die USA. Amerika wurde ihre neue Heimat, ihr Land der Möglichkeiten. Hannah Arendt ist im Mai 1941 in den Vereinigten Staaten angekommen. Da war ihr Englisch sicher noch nicht sehr gut, denn sie hat erst im Pariser Exil angefangen, diese Sprache zu studieren. Sie hat dennoch sehr schnell die Sprache ihres Schreibens gewechselt, hat auf Englisch publiziert in wichtigen amerikanischen Zeitschriften. Auf Englisch erschien 1951 auch ihr erstes großes analytisches Buch »The Origin of Totalitarism«, auf Deutsch später »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«. Was ist Totalitarismus? Wie entsteht er? Welche Formen kann er annehmen? Totalitarismus als das Ende des Rechts, der Beginn des Terrors, des sanktionierten Mordens, getragen durch eine ideologisch untermauerte Massenbewegung. Eine Entmenschlichung von Menschen. Was soll man mit dem Begriff des Mordens anfangen, wenn man mit der Fabrikation von Leichen konfrontiert ist? Schreibt sie und dies hätte nicht geschehen dürfen. Kein Wunder, dass Hannah Arendt 1961 über den Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem berichten wollte, den Organisator der Vernichtungstransporte in die Konzentrationslager der Nazis. Sie erwartete, ja was, einen finsteren Mörder, einen gnadenlosen Sadisten? Stattdessen erlebte sie einen Schreibtischtäter, einen sich schuldlos gebenden Kleinbürger. Das alles war so unverhältnismäßig, so grotesk und dreist, dass sie dieser Diskrepanz nur mit ironischem Gelächter beikommen konnte. Die Leute nehmen mir eine Sache übel, nämlich dass ich da noch lachen kann. Und ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hanswurst ist. Und ich sage Ihnen, ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe, aber laut. Eichmann in Jerusalem, ein Bericht über die Banalität des Bösen, so der Buchtitel. Ein mittlerweile so viel zitierter Begriff, dass er selbst banal geworden ist. Damals wurde er ihr heftig angekreidet, ebenso wie von jüdischer Seite ihre Kritik an den Judenräten, den lokalen Verwaltern in den Ghettos. Sie nahm es hin, ohne ihre Meinung zu ändern. Eine Frage aber blieb, wie konnte das alles passieren, mitten in einem zivilisierten Europa? Ein Grund, warum das möglich war, sagt Hannah Arendt, dass in der Philosophie immer wieder über den Menschen reflektiert wurde. Eine Kategorie, die nicht weiterbringt. Es gibt immer von Anfang an
nur die Menschen. Man wird nicht alleine geboren, man kommt nicht alleine auf diese Welt. Wir leben immer mit vielen Menschen zusammen. Wir müssen versuchen, da eine Theorie zu entwickeln über menschliches Zusammensein, die von dieser Grundtatsache ausgeht. Die Basis all ihrer Arbeiten in den folgenden Jahren. Hannah Arendt wurde Amerikanerin, das Land ihr neues Biotop, in dem sie sich in nie geahnter Weise entfalten konnte. Barbara Hahn. Hannah Arendt ist nach dem Krieg nicht nach Deutschland zurückgekehrt. Und ich kann mir auch schlecht vorstellen, wie sie an einer deutschen Universität in den 50ern und sicher auch noch in den 60er Jahren gelehrt hätte. In Amerika standen ihr Wege offen und Möglichkeiten, die sich in Deutschland nie geöffnet hätten. Allerdings besuchte sie ihre frühere Heimat zum ersten Mal gleich nach dem Krieg mit dem Auftrag, jüdisches Kulturgut sicherzustellen. Sie versöhnte sich mit alten Freunden, wenn sie nur geirrt hatten, ohne Täter zu sein, sogar mit Martin Heidegger, der sich den braunen Ideologen an die Brust geworfen hatte. Nie Zweifel aber gab es an ihrem Freund und Lehrer Karl Jaspers, der ausgeharrt hatte, ohne sich zu verbiegen. Sie hielt auch die Laudatio, als er 1958 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt. Und sie hörte nie auf, die deutsche Sprache zu lieben. Und hat bis ans Ende ihres Lebens ihre großen, wesentlichen Texte in beiden Sprachen verfasst, auf Englisch und auf Deutsch. Ich habe immer bewusst abgelehnt, die Muttersprache zu verlieren. Im Deutschen kenne ich einen ziemlich großen Teil deutscher Gedichte auswendig. Die bewegen sich da immer irgendwie im Hintergrund, in the back of my mind. Also, das ist natürlich nie wieder zu erreichen. Mehr noch. So hat sie also auf einer entschiedenen Zweisprachigkeit beharrt. Und das hat auch damit zu tun, dass sie der Meinung war, dass man die Welt nur wirklich versteht, wenn man sie aus mindestens zwei Sprachen betrachtet. Wahrscheinlich war es diese Form der Weltbetrachtung, die Hannah Arendt so erfolgreich machte. Vita activa oder vom tätigen Leben heißt eines ihrer Hauptwerke. Über das Werden, das Handeln, das Sprechen. Handeln als Neuanfang entspricht der Geburt des Jemand. Es realisiert in jedem Einzelnen die Tatsache des Geborenseins. Sprechen wiederum realisiert die menschliche Pluralität, die darin besteht, das Wesen von einzigartiger Verschiedenheit sich von Anfang bis Ende in einer Umgebung von ihresgleichen befinden. Immer wieder setzte sie sich mit dem Totalitarismus auseinander, der Tyrannei auch des Denkens und des Worts, immer wieder mit allen möglichen Formen und Spielarten der Politik. Politisches Denken und Urteilen bewegt sich zwischen der Gefahr, Tatsächliches für notwendig und daher für unabänderlich zu halten, und der anderen, es zu leugnen und zu versuchen, es aus der Welt zu lügen. Sie hatte kein festes Denkgebäude. Sie war Moralistin, ohne zu moralisieren. Sie schrieb oft Anlässen entsprechend, scharf und provozierend über den Vietnamkrieg und über Rassismus, über Terror und politische Systeme. Widerspruch hat sie nie gestört. Im Gegenteil, Auseinandersetzung gehörte für sie zum Denkprozess bei sich selbst und bei anderen. Denn in allem, was sie schrieb und lehrte, gab es für sie nur ein Credo, nur ein Ziel. Ich muss verstehen. Hannah Arendt, temperamentvoll und provozierend, immer und ewig eine Zigarette in der Hand, nicht schön, aber eindrucksvoll, mit dunklen Augen, einer kräftigen Nase, einem vollen, immer auch ironisch lachbereiten Mund. Ich würde wahrscheinlich noch 3 Minuten vor dem sicheren Tode lachen. Doch sie starb unerwartet, als amerikanische Staatsbürgerin, berühmt und mit Auszeichnungen überhäuft. Sie hatte Gäste. An diesem 4. Dezember 1975 saß rauchend und redend im Sessel, hustete kurz auf und war tot. Zurück ließ Hannah Arendt ein Werk voller bestechend unbestechlicher Gedanken. Begreifen bedeutet, sich unvoreingenommen der Wirklichkeit, was immer sie ist oder war, zu stellen und entgegenzustellen. Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dum-Heitzmann an Hannah Arendt, die am 4. Dezember 1975 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.